Verwende mindestens zwei Farben, eine davon rot, die andere schwarz oder blau. Als erstes teilst du dein weißes DIN A4 Blatt in 6 gleich große Spalten auf. Das hier ist meine uralte, total bewährte Vorlage. Schon oft an die Tafel angeschrieben und besprochen. Wir handeln damit jetzt 5 leistungselektronische Bauelemente ab. Und die linke Spalte, die ist wichtig. Das ist für die 1+, da kommen dann die physikalischen Hintergründe hin. Wenn die Temperatur zum Beispiel steigt, dann steigt auch die sogenannte thermische Generation von freien Ladungsträgern, die zur Leitfähigkeit beitragen. Daraus folgt NE. Die Eigenleistungsdichte steigt ebenfalls. Die entsprechende Formel lautet, NI ist ungefähr T hoch 3 halbe mal E hoch minus Bandlücke durch 2 mal KB mal T. Für den Spannungsabfall heißt das, OD gleich Temperaturspannung mal LN durch NI². Um das richtig in Kontext setzen zu können, müsste man sich schwierige mathematische Verläufe, die man jetzt nicht so direkt im Kopf hat, wie zum Beispiel von LN 1 durch X, dazu zeichnen. Sieht ungefähr so aus. Also wenn NI steigt, hier unser X, wird unser YOD kleiner. Also wenn NI steigt, folgt daraus, UD wird kleiner. Das ist der Spannungsabfall über unserem Bauteil. Warum ist das so wichtig? In der Anwendung sind unsere Bauteile irgendwo verbaut. In einem System, was immer einen großen Wirkungsgrad haben soll. Und wie bestimmt man den? Natürlich für den Worst Case. Ein geringer Spannungsabfall bei höheren Temperaturen bedeutet jetzt in dem Fall kleinere Verluste für diesen Effekt. Aber unsere Bauteile könnten zum Beispiel auch in Serie oder parallel verschaltet sein. Wenn jetzt das Bauteil, was am heißesten ist, einen kleineren Spannungsabfall hat, bedeutet das, dass dieses Bauteil, wenn es parallel zu anderen geschaltet ist, den größten Nennstrom führen wird und dann noch heißer werden würde. Dieses Verhalten ist also schlecht fürs Parallelschalten. Das ganze System wird uns davonlaufen. Nächster Effekt. Wir nehmen wieder an, T steigt. Daraus folgt, die Rekombinationsrate sinkt. Also weniger von unseren freien Ladungsträgern rekombinieren wieder zurück. Das bedeutet, ich habe eine längere Zeit, in der diese Ladungsträger zu einem Stromtransport beitragen können. Tau ist die Trägerlebensdauer. Wenn die Ladungsträger länger zum Stromtransport zur Verfügung stellen, sinkt mein differenzieller Widerstand über dem Gebiet. Wenn aufgrund dieses Effekts der Widerstand jetzt bei meinem Bauteil geringer ist, bedeutet das, dass bei gleichem U, bei gleichem Spannungsabfall, was zum Beispiel bei Parallelschaltung der Fall ist, dieses Bauteil, das heiße Bauteil, wiederum den meisten Strom führen wird. Das wird uns davonlaufen und abbrauchen irgendwann. Also der Strom durch dieses Bauteil steigt bei konstantem U. Ein weiterer Effekt bei steigendem T. Mu sinkt und bedeutet unser Lambda. Lambda ist die mittlere freie Weglänge. Sinkt. Bei hohen Temperaturen sinkt unsere mittlere freie Weglänge. Das bedeutet, die Chance sinkt, dass durch Beschleunigung Ladungsträger durch Zusammenstoß wieder frei werden können. Hat einen Einfluss auf den Widerstand. Formel lautet, Rho ist 1 durch Ladung N mal mu N plus B mal mu P. Das bedeutet, mit sinkendem mu steigt unser RE diesmal. Dieser Effekt wirkt den anderen Effekten ein bisschen entgegen. Muss halt gucken, welcher Effekt für sein Bauelement überwiegt. Der ist gut fürs Parallelschalten, weil das bedeutet ja, unser Strom würde sinken, wenn man den Spannungsabfall konstant hält. So, ein paar allgemeine Formeln noch. Ni² gleich. So, pädagogisch unsinnvoll habe ich jetzt hier mal andere Bezeichnungen, andere Symbole benutzt für ein und dasselbe Ding. Alles dasselbe, man sollte halt über ein und derselben Erklärung am besten konsistent sein mit seinen Symbolen. U-Drift. Es ist die Weite des Gebietes durch μ n plus μ b mal tau f. Temperaturspannung, falls das jemand abfragt, ist einfach die Abkürzung k mal t durch Ladung. Das hier sind die formelmäßigen physikalisch-chemischen Hintergründe. Wir fangen an mit dem einfachsten. PIN-Diode. Ist immer dankbar, wenn du das aufzeichnen sollst. Dafür wird da auch ein bisschen mehr immer nachgebohrt. Zumindest in den Prüfungen, wo ich immer war. Wir zeichnen zuerst das Topologiebild. Fängt immer an mit einem Kasten. Metallische Kontakte, immer gerne etwas dicker. Strich mit einem Nupsi. Gut, da muss ich entscheiden, wie rum du das aufzeichnest. Und ich würde empfehlen, wir reden ja immer von PN-Übergängen. Zeichnest du oben das P-Gebiet, dann das schwach dotierte N-Gebiet und am Ausgang das stark dotierte N-Plus-Gebiet.
Dann die Frage, wozu brauchst du das? Wozu gibt es dieses schwach dotierte Mittelgebiet? Dann sagst du, um die große Sperrspannung aufzunehmen. Wenn das Bauteil aus ist, also sperrt, dann nimmt dieses Gebiet mit der Weite WB im Wesentlichen die Spannung auf. Also deswegen ist der Bereich auch länger als die anderen. Dann kommt immer die Frage, wo liegt Plus und wo liegt Minus an? Ist ein bisschen schlecht formuliert von dem Prüfer dann, weil du kannst im Grunde genommen anlegen, was du willst. Aber worauf er eigentlich hinaus will, ist zu wissen, wo du da im normalen Anwendungsfall, in welche Richtung du eine positive Spannung anlegst, wenn du das Bauteil normal betreiben willst. Wir sprechen immer von PN-Übergängen. Wenn das Bauteil an sein soll, dann legst du hier eine positive Spannung an, Plus. Und das Potenzial hier ist im Verhältnis zu dem Pluspotenzial geringer. Man kann es auch noch bezeichnen. Eselsbrücke, Plus, erster Buchstabe im Alphabet, A für Anode und K weiter hinten, K für Kathode. Und dann das Schaltsymbol, richtig rum dazu aufgezeichnet, PN, also von oben nach unten. Strom fließt dann hier in die Richtung. Kannst ja noch I daneben schreiben. Dann die Ausgangskennlinie lässt ja genug Platz, weil du benutzt nicht nur den ersten Quadranten. Erst den Graphen zeichnen, dann als zweiten Schritt direkt die Achsen beschriften. Hier dein I, was du auch hier schon eingezeichnet hast. Und dein U, Spannungsabfall über dem Bauteil. Du kannst ja definieren, wie du willst, aber wir haben ja jetzt gesagt, hier das Plus, hier ist Minus, also von da nach da. Manchmal wird es auch noch nicht so generell, sondern speziell zu I, F für Forward und UF für Forward betitelt. Gut, dann hast du irgendwo deine Schwellenspannung, US. Denn das Ganze ist ja ein bipolares Bauteil. Ich habe hier einen PN-Übergang, der maßgeblich beim Leiten mitarbeitet. Wir zeichnen das jetzt ein für Raumtemperatur. Das hier ist unser Spannungsabfall. Und je höher der Strom ist, desto größer wird auch unser Spannungsabfall über dem Bauteil und desto mehr Verluste erzeugen wir. Leitverluste sind das. DU durch DI, das ist unser differenzieller Widerstand. Jetzt haben wir das, ist unsere Diode am Leiten und wird mit der Zeit immer heißer. Was passiert jetzt mit US? Wird US die Schwellenspannung größer oder kleiner? Wird unsere Steigung hier, unser differenzieller Widerstand, wird der größer oder kleiner? Worauf wir uns einigen können, ist das US. Ich male das hier mal rot ein, US bei T größer als Raumtemperatur. Das wird auf jeden Fall kleiner. Ist ja schon mal gut. Unser differenzieller Widerstand, da muss man jetzt aufpassen, der kann nämlich größer oder kleiner werden. Das kannst du in der Prüfung dann quasi definieren, was du da gerade für eine Diode hast. Aber ich würde ihn jetzt nicht genauso steil zeichnen wie bei Raumtemperatur. Als nächste Frage wirst du gefragt, warum, aber du bist noch nicht fertig mit deinem Graphen. Denn man kann ja auch hier gegenüber dem Punkt ein positives Potenzial anlegen und dann befindest du dich im Sperrbetrieb. Die Preisfrage hier, in was von der Größenordnung ist US? Dann sagst du, dass US idealerweise ungefähr oder kleiner 1 Volt oder sowas sein sollte. Bei Silizium ist eine Hausnummer für US 0,7 Volt. Merken. Die Spannung, die du damit halten willst in der Leistungselektronik, bewegen sich natürlich jetzt in einem viel größeren Bereich. Deswegen hier dieses Zeichen, um zu verdeutlichen, da ist noch sehr viel Platz, den wir jetzt hier auf dem Papier nicht haben. Raumtemperatur zum Beispiel so. Und dieser Spannungsabfall hier ist die Durchbruchsspannung. Du kannst die Spannung natürlich nicht beliebig hoch machen, machst sie zu hoch, bricht das Bauteil durch. Also als Antwort, was für einen Bereich UBR ist, sagst du, einige hundert Volt bis einige Kilovolt sind gute Hausnummern für die Leistungselektronik. Und das hier, das ist hier der Strom. Das kommt natürlich auf das Bauteil jetzt an. Also da habe ich jetzt noch nie so Fragen dazu gehört wie: Wie viel Strom das Bauteil führen kann, hängt natürlich immer von der Art und vom Package ab. Für ein TO247 vielleicht. Hier 50 Ampere oder sowas ist nicht so wichtig, weil das ist echt individuell. Aber hier, das ist der Sperrstrom. Preisfrage, wie groß ist der Sperrstrom? Möglichst klein. Also auf keinen Fall Milli. Wenn du da 600 Volt anliegen hast und hast dann da Milliampere Sperrstrom, dann raucht er dein Bauteil ab. Mikro, Pico. Jetzt wird das Bauteil warm. Sperrstrom wird größer und UBR auch. Jetzt wirst du gefragt, warum ist das so? Du erinnerst dich an deine Formeln. Fängst erstmal an mit Temperatur steigt, daraus folgt. US wird auf jeden Fall kleiner. RE kann kleiner oder größer werden. Je nachdem, welcher Effekt dominant ist. Erst mit dem US erinnerst du dich an deine Formel von eben. Welche war das? Ah ja, die jetzt hier nicht zu sehen ist. Hier. US ungefähr UD gleich UT. Temperaturspannung mal LN A mal ND durch NI. Quadrat. T steigt, daraus folgt. UD sinkt auf jeden Fall. Kommen wir zu den Begründungen für den Bahnwiderstand. Es könnte so eine Diode sein, bei der das bewegt. T steigt, daraus folgt,
Trägerlebensdauer könnt ihr hier auch mal einzeichnen. U gleich R mal I. URI. Das ist diese physikalische Begründung hier. Hat man gar nicht gesehen, was? Muss ich mal ein bisschen hier nach oben schieben. Temperatur steigt, daraus folgt, mittlere freie Weglänge sinkt. Daraus folgt wiederum, RE würde größer werden. Das ist die passende Formel dazu. Jetzt müssen wir noch das Sperrverhalten begründen. Temperatur steigt, daraus folgt E-Sperr. Steigt ebenfalls. Das haben wir hier gar nicht so eingetragen. Ne? Kann man ja mal nachträglich machen. E-Sperr. Und als Hausnummer alle 10 bis 15 Kelvin verdoppelt sich der Sperr. Strom. Durchbruchspannung. T steigt, daraus folgt UBR, wird ebenfalls größer, da in diesem Betriebszustand bei eher geringen Strömen, also U-Sperr, sehr viel kleiner als Milliampere. Und hier haben wir Ströme im Bereich von einigen bis einigen 10, vielleicht sogar 100 Ampere. Und das hier ist ein sehr, sehr kleiner Strom. Da überwiegt der Effekt wieder, dass die mittlere freie Weglänge sinkt. Ich habe also gar nicht die Chance, durch das Anlegen eines Feldes, wenn ich hier eine große Sperrspannung anlege, habe ich gleichzeitig ein großes Feld angelegt, da großartig freie Ladungsträger zu erzeugen. Aus der Maxwell-Gleichung kann man sich dann nochmal U gleich E mal dx dazu schreiben. Also Spannung, in diesem Fall UBR, das Integral des elektrischen Feldes mal der Länge des Bauteils. Daran sieht man auch, wenn ich eine höhere Sperrspannung oder auch Durchbruchspannung haben will, dann muss ich ein längeres, dickeres Bauteil bauen. Wenn ich allerdings wenig Durchlassverluste haben will, dann möchte ich es möglichst klein halten. So, nochmal ein Übersichtsbild zur Diode. Damit sind wir mit der Diode durch. Wir haben die jetzt zuerst gezeichnet, weil wir auch für die späteren Bauteile da einiges ableiten können, weil es ist ja nichts anderes als hier PN-Übergang. Als nächstes machen wir jetzt ein Bauteil, was für viele Prüfungen oft ausgeklammert wird. Also ich habe meinen Assistenten danach was gefragt und er meinte nur, brauchst du nicht lernen, das ist oldschool. Frag mich lieber was zum MOSFET. Aber ich finde es trotzdem wichtig. Es ist sozusagen mein Lieblingsbauteil. Also behandeln wir das jetzt hier. Der Bipolartransistor. Zeichnest du wieder deinen Kasten. Das kann jetzt verwirrend sein. Für alle folgenden Bauteile wird die Topologieansicht quasi anders herum gezeichnet als das Schaltsymbol. Für die Diode ist es noch am einleuchtendsten. Man kann es natürlich zeichnen, wie man will. Das Schaltsymbol für einen Transistor wird, wenn unten hier dein Ground ist, oft so eingezeichnet. Hier ist Basis, Emitter und Kollektor. Und der Strom fließt im Nennbetrieb immer so durch das Bauteil. Basis und Emitter sind immer nah verbunden und über Kollektor-Emitter fällt die ganze Spannung ab. Das heißt, die sind auch geografisch im Bauteil weit auseinander. Hier ist ja dein Basisstrom IB, der fließt hier in einer Masche und hier ist dein Nennstrom. Hier oben heißt er IC, wenn er unten rauskommt, heißt er dann IE. Weil IE laut der Knotengleichung noch eine Überlagerung ist von IC plus IB. Also so wäre dein Schaltsymbol richtig rum aufgezeichnet zur Topologieansicht, die allerdings jetzt immer so quasi falsch rum, sage ich immer, aufgezeichnet wird. Kannst dir absolut sicher sein, dass hier unten, das was weit weg ist, muss ja die Spannung halten, das ist immer der Kollektor. Und in der Leistungselektronik haben wir eigentlich nur NPN-Transistoren. Das bedeutet Basis P und die anderen N. Das ist analog hier zur PIN-Diode. Deswegen zeichnen wir das auch so. Hier ist dann N plus, wie bei der PIN-Diode. Hier dann N minus. Und hier oben im Grunde genommen auch das P. In der Mitte mit abgegriffen. Hier. Das ist die Basis. Aber diese Diode ist ein passives Bauelement. Du kannst da quasi nichts aktiv dran steuern. Du musst von außen eine positive Spannung anlegen, damit das Ding leitet. Das ist ein gesteuertes Bauteil. Hier ist der PN-Übergang, aber du hast auch PN-Übergang von Basis nach Emitter. Emitterwannen werden oft so gezeichnet in der Topologieansicht N+. Der Hauptstrom, der Nennstrom, fließt dann quasi nicht nach physikalischer, sondern nach technischer Stromrichtung dann quasi hier durch. Und steuern tust du das Ganze, indem du hier einen Strom einspeist. Mit dem Bipolartransistor ist es ein bisschen verwirrend. Er heißt schon Bipolartransistor. Wir haben hier zwei PN-Übergänge, aber im Grunde genommen ist es ein quasi unipolares Bauelement, was man auch an der Ausgangskennlinie sehen kann. Auch hier lässt er wieder genug Platz für den Sperrbetrieb. Graphzeichen und sofort beschriften. Hier kannst du jetzt, weil du ja schon das hier benannt hast, schön hinschreiben U, C, E. Analog zur Frage, wo liegt da Plus und da Minus an? Hier liegt dann dein positives Potenzial an gegenüber Minus
Hier, Emitter, hier liegt Minus an. UCE, Kollektorstrom. Weil es ein quasi unipolares Bauelement ist, hat der Bipolartransistor so gut wie keine Schwellenspannung. Darüber kann man sich streiten. Im Grunde genommen hat er trotzdem ein ganz kleines UCE bei IC gleich 0. Kann man mit dem Ebers-Moll-Modell begründen. Aber wir behaupten jetzt mal, in unserem Bereich hier ist das so gering, dass unser Stift so breit ist, dass wir das gar nicht sehen. Das wäre ja schon angreifbar für einige Prüfer, wie ich das jetzt hier gezeichnet habe. Und wenn ich das betreibe, dann natürlich hier irgendwo auf dieser Geraden. Die Frage ist, wie viel Spannung liegt da an? Möglichst kleiner 1 Volt. Beim Bipolartransistor kein Problem, der ist ja so effizient. Und hier dann bis 10 Ampere. In der Leistungselektronik, in der Kleinsignalelektronik ist das natürlich kleinsignalmäßig, können die das nicht. Quasi unipolar bedeutet auch, dass ich so gut wie keine Kanallängenmodulation habe. Die wird einfach nicht benötigt, damit der Widerstand hier, der differenzielle Widerstand, geringer wird. Und je nachdem, wie groß mein IB ist, hiermit steuere ich das ja. Ich will ja ein gesteuertes Bauteil haben, IB. Je größer IB wird, desto größeren Kollektorstrom kann ich durch das Bauteil leiten lassen. Ich sage jetzt leiten lassen. Also wie groß IC dann wird, bestimme ich ja durch meine äußere Beschaltung. Also das hier, IC wird größer mit steigendem IB. In was für einem Bereich ist IB? Kommt auf die Stromverstärkung an, in der Leistungselektronik. Also da muss man sich dann schon genau auskennen, jetzt, was da aktuell die Technologien sind. Aber eine Hausnummer von einem Bauteil, was ich benutzt habe, war zum Beispiel, dass es ein Verhältnis von 1 zu 50 ist. IB war 50 mal kleiner als IC. Was schon recht gut ist für die Leistungselektronik. Sperrbetrieb. Raumtemperatur. Aber im Grunde genommen verhält sich das hier für den Bipolartransistor genauso wie für die Diode. Sperrstrom, der ganz klein ist. Wird größer und auch die Durchbruchspannung, wenn das Bauteil kaputt geht, wird auch größer. Wie sich diese Ausgangskennlinie mit höherer Temperatur verhält, das hängt auch jetzt von der Stromverstärkung ab. Die zeichnen wir gleich logarithmisch auf, aber für unseren Bereich, wir betreiben das Bauteil eher hier bei großem IC. Bei kleineren Strömen und kleineren Stromverstärkungen, aber die für uns nicht relevant sind, kann das anders sein. Für ein gleiches IB erreiche ich bei höheren Temperaturen nicht so große Nennströme und ich habe einen größeren Spannungsabfall über dem Bauteil. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Ich sag mal so, eine geringere Stromverstärkung ist fürs Parallelschalten schon gut, weil durch das heiße Bauteil dann weniger Nennstrom fließen würde. Allerdings betreibe ich ja mein Bauteil auch eher hier im Sättigungsbetrieb und dieser Bereich hier, das ist die Entsättigung. In der Leistungselektronik wollen wir diesen Bereich vermeiden, weil hier habe ich dann große Spannungen anliegen und große Ströme. Aber wenn das Bauteil leitet, will ich große Ströme und kleine Spannungen, also bin ich eher hier. So, jetzt müssen wir das physikalisch begründen. Das Ganze kann man mit LT-Spice nochmal genauer simulieren. Da könnte man das noch besser zeigen. Mache ich jetzt nicht, der Bipolartransistor ist ja eigentlich so relevant. Wir zeichnen jetzt zur Begründung noch einen Graphen. Das hier ist die Stromverstärkung. Manchmal wird sie mit H bezeichnet oder ich sage jetzt, das ist mein Beta. Und das Ganze ist logarithmisch. Das heißt, hier ist schon 1. Hier ist 5 Ampere und hier meinetwegen dann 30. Das ist der Nennstrom durch das Bauteil IC. Das hier ist jetzt logarithmisch. Wenn hier 10 ist, dann ist hier ungefähr 50. Was schon sehr gut ist, hier 100. Und diese Stromverstärkung ändert sich nicht nur mit der Temperatur, sondern auch mit dem IC, was ich da durchjage. Na gut, das ist auch leicht angreifbar. Bei kleinem IC ist die Stromverstärkung kleiner, juckt uns aber nicht, weil wenn das IC kleiner ist, ist es Schnuppe, wenn die Stromverstärkung kleiner ist. Das schaffe ich so oder so mit meinem IB. Aber hier, das ist der Worst Case. Und man sieht schon, hier bei kleineren Strömen hat es irgendwo sein Maximum und dann hier mit steigendem IC wird die Stromverstärkung wieder kleiner und wenn ich das Ganze dimensioniere, mache ich das immer für den Worst Case, also eine kleine Stromverstärkung. Und für die heißen Temperaturen kann der Verlauf hier so sein. Das ist auch später für den Thyristor wichtig, weil der Thyristor auch so einen parasitären Bipolartransistor innehat. Und hier sieht man, wenn mein T größer wird, habe ich bei gleichem IC eine kleinere Stromverstärkung. Das ist meine Begründung dafür, dass das hier früher in die Entsättigung geht. Stromverstärkung Beta gleich IC durch IB. T steigt, daraus folgt Beta wird kleiner, daraus folgt IC wird kleiner. Und für kleine Ströme gilt dann das, Temperatur steigt, daraus folgt Trägerlebensdauer steigt ebenfalls. Größere Stromverstärkung. Durchbruchverhalten. Damit ist es das Durchbruchverhalten in Vorwärtsrichtung gemeint. Das bedeutet hier irgendwo, weil wir können das Bauteil ja auch ausmachen und dann sperren lassen und dann befinden wir uns hier irgendwo, ne? Und da macht es einen Unterschied, ob die Basis kurz geschlossen ist oder nicht. Oder ob die Basis offen ist, also floatend. Das bedeutet einfach, Basis und Mitte sollten immer durch irgendein Potenzial irgendwie fest miteinander definiert sein. Also das sollte nicht floatend sein. Dann würde mir mein Bauteil vorher kaputt gehen in Vorwärtsrichtung. Der Bipolartransistor erledigt.
2 geschafft, noch 3 liegen vor uns. Welche könnten das wohl sein? Hier der MOSFET, hier der EGBT. Aber zunächst der Thyristor. In der Mitte auf jeden Fall wieder ein schwach dotiertes N-Gebiet, um die Spannung aufzunehmen. Die 2 angrenzenden Gebiete sind auf jeden Fall P, ein parasitärer PNP-Bipolar-Transistor. Und das Schaltsymbol, das ist jetzt entgegen der Topologieansicht von der PIN-Diode, ist das so rum zu sehen. Sieht fast aus wie eine Diode mit so einem kleinen Nippel, wo man das Ganze zünden kann. Der Thyristor kann eingeschaltet werden, kann also auch in Vorwärtsrichtung sperren. Der Strom durch das Bauteil fließt also in die Richtung. Und hier spricht man dann auch von Anode. In diesem Fall ist die hier unten. In der Diodenansicht war hier Anode, da Kathode. Und in der Thyristoransicht ist es umgekehrt. Das kleinere von beiden ist das Gate. Und das größere ist die Kathode, die den Nennstrom führen muss. Und hier am Kathodenkontakt haben wir ein, ich zeichne mir das mal so, dann kann man es besser sehen, N-Plus-Gebiet. Also man sieht parasitärer PNP, Bipolar-Transistor und parasitärer NPN-Transistor. Zur Erinnerung, Bipolar-Transistor ist das hier. Kennlinie. Erst der Graph, dann die Achsenbeschriftung. I, der Strom durch das Bauteil. Und U, Spannung über dem Bauteil. Analogisierend zur Diode fällt es sich in Vorwärtsrichtung ähnlich. Wir haben eine Schwellspannung. Wir zeichnen das jetzt aber erstmal so, mit ein bisschen Abstand. Und bis US kann man das leicht gestrichelt machen. Dann können wir in Vorwärtsrichtung sperren, haben wir gesagt. Und jetzt die Preisfrage. Das hier nennen wir UB0. Wie groß ist das? Wie groß ist das? Wieder hier idealerweise. Kleiner 1 Volt, UB0 möglichst groß. Um das zu verdeutlichen, kann man hier noch sowas einzeichnen. Einige KV könnte das sein. Bei größeren Temperaturen ist es ähnlich wie bei der Diode im Vorwärtsbetrieb. Und in Vorwärtsrichtung, Sperrrichtung, wird der Sperrstrom erstmal größer. Und UB0, die Durchbruchspannung, ist interessant. Die kann größer werden, aber auch kleiner. Ich nenne das jetzt hier mal T1 und das hier T2 und mache da 2 Pfeile dran. Soll heißen, bei sehr großen Temperaturen T2 ist sehr viel größer als T1, kann UB0 auch wieder kleiner werden. Ansonsten ist das hier analogisierend für eine Diode im Sperrbetrieb. Rückwärts sperren kann das Teil auch. Kann man sich ganz einfach merken, ist vergleichbar mit der Diodenkennlinie. Die Linien haben wir nicht bis unten durchgezeichnet. Hier gibt es jetzt 2 Werte, die wichtig sind. Einmal der Haltestrom, IH, und einmal der Latchstrom, IL. Vorwärts-Sperrverhalten. Wenn die Temperatur steigt, dann wird UB0 erstmal größer und ab gewissen Temperaturen auch kleiner im Gegensatz zur Raumtemperatur. Rückwärtssperrverhalten. T steigt, daraus folgt UBR wird größer. Gleiche Begründung wie bei der Diode. Das kann man auch messen oder sich grafisch darstellen lassen über der Temperatur. Hier, das ist UBR und UB0. UBR wie bei der Diode immer so. UB0 so. Wird ab einer gewissen Temperatur dann wieder kleiner. Warum ist das so? Wegen der parasitären Bipolartransistoren und der Temperaturabhängigkeit der Stromverstärkung, die wir hier in der Nachbarspalte grafisch aufgezeichnet haben. Beta ist eine Funktion von der Temperatur, die Stromverstärkung. Und wir befinden uns ja hier in einem Betriebsbereich, wo der Strom durch das Bauteil möglichst klein ist. Also Preisfrage, wie groß? Viel kleiner, Milliampere. Möglichst klein. Das heißt, für uns gilt dieser Bereich hier, wird die Zündbedingung eher erreicht. IL wird kleiner. IL ist also quasi der Zündstrom. Der Strom, der dann fließt, ILETCH, wenn ich das Bauteil gezündet habe. Bei größeren Temperaturen wird das kleiner. Können wir uns hier mal eintragen. IL bei höheren Temperaturen in Rot. Zündbedingung wird eher erreicht, mein Bauteil schlägt schneller durch. Für diese beiden Fälle hier, UBR wird größer, UB0 wird größer, ist die physikalische Begründung folgende. Temperatur steigt, das bedeutet für die Vorwärts- und Rückwärtsspannung, UBR steigt und UB0 steigt, da die Beweglichkeit der freien Ladungsträger zunimmt und dadurch ein Lawinendurchbruch verhindert wird, sprich die mittlere freie Weglänge wird kleiner. Bei größerer Temperatur wird also der Latchstrom kleiner, aber auch der Haltestrom IH tragen wir uns oben auch ein. Das ist der Strom, der mindestens fließen muss, damit der Thyristor, das Bauteil, anbleibt und nicht von alleine ausgeht.
Und den bestimme ich ja durch meinen äußeren Aufbau. Hier das Übersichtsbild vom Thyristor mit den vorhergehenden Betrachtungen. Beim Thyristor auf die Frage, wo liegt Plus, wo liegt Minus an, was gemeint ist, ist sowas wie, hier lege ich ein positives Potenzial an in der Regel, hier ein negatives und mein Laststrom fließt somit in diese Richtung. Dann folgt jetzt mein zweitliebstes Bauteil, der MOSFET. Unten zeichnen wir einen durchgängigen fetten Kontakt ein. Auch hier haben wir ein größeres Mittelgebiet zum Halten der Spannung. Dieses ist schwach endotiert bei einem N-Kanal-MOSFET. Das hier ist auch ein NPN-Bipolartransistor und beim N-Kanal-MOSFET ist das ähnlich, etwas stärker endotiert. So, hier oben, das wird etwas komplizierter. Bei allen anderen Topologieansichten haben wir die Kontakte hier direkt dran gezeichnet an die Halbleitermaterialien. Beim MOSFET und auch beim IGBT später habe ich ein isoliertes Gate. Das zeichnen wir direkt schon mal in einem gebürtigen Abstand hierhin. Das Gate G. Die Hauptkontakte haben beim MOSFET andere Bezeichnungen als bei den anderen. Hier heißen sie Drain und Source. Und bevor wir uns das überlegen, zeichne ich jetzt mal das Schaltsymbol daneben. Es ist auch hier andersrum, also auf den Kopf gedreht, als man es normal in einem Schaltplan einzeichnen würde. Das soll heißen, der Laststrom fließt hier hin und normalerweise in meinen Schaltplänen habe ich Ground immer unten und die Lastströme fließen alle nach unten. Aber hier in der Topologie an sich zeichnen wir das so und deswegen analogisieren das Schaltsymbol auch mal auf dem Kopf. Hier ist unser Gate, erkennt man daran. Es ist isoliert. Hier ist ein kleiner Gap. Unser Laststrom I fließt in diese Richtung. ID wie Drain, habe ich schon verraten. Unten ist also Drain. Hier liegt dann in der Regel ein positives Potenzial an gegenüber dem Source-Kontakt. Das hier ist Source, das auch. Kann ich mir ganz logisch überlegen. Ich will ja Spannung, große Spannungen halten bei mir in der Leistungselektronik. Kleinsignalmäßig habe ich einige Volt, einige 10 Volt, naja, vielleicht. Aber in der Leistungselektronik schon einige 100 Volt, auch bei den MOSFETs. Die fallen im Wesentlichen über diesem Gebiet ab, deswegen ist Drain weit entfernt von Source. Source und Gate haben in der Regel einen maximalen Spannungsunterschied von 15 Volt in der Regel, 20 geht auch, 0 natürlich auch. Deswegen sind die beiden hier nah beieinander, genauso wie beim Bipolartransistor. Basis und Emitter haben bei Siliziumcarbid zum Beispiel einen Spannungsabfall von etwa 3 Volt im Leitzustand und ansonsten möglichst gering. Wir erinnern uns an das Problem mit der offenen Basis. Hier kann ich keine große Spannung halten, hier auch nicht. Deswegen ist es in der Topologieansicht auch immer nah beieinander. Jetzt zeichnen wir uns hier mal die zwei Wannen ein. Beim Bipolartransistor hatten wir ja auch Wannen. Die ist jetzt auf jeden Fall P dotiert beim N-Kanal. Und hier drin ein kleines N-Plus-Gebiet. Es ist ganz wichtig, dass diese zwei Wannen hier, die N-Plus und die P, durch diesen Source-Kontakt hier kurz geschlossen sind. Hier in dem P-Gebiet bilde ich ja dann später, wenn ich das Bauteil einschalte, einen N-Kanal aus, weil, hier sieht man schon, NPN, das ist ein parasitärer Bipolartransistor. Und ich will verhindern, dass der mir hier irgendwie eingeschaltet wird. Das hier wäre die Basis P und N plus wäre der Emitter. Hier die Problematik mit der offenen Basis. Gut, im Leitzustand habe ich meinen Laststrom hier durchfließen, der geografisch eher hier entstehen würde. Aber es ist ja auch nur so eine 2D-Ansicht für die Lehre. In Wirklichkeit ist das dreidimensional nochmal viel anders. Und jetzt sehen wir hier, Source-Kontakt ist quasi direkt am P-Gebiet dran. Haben wir hier PN, ein PN-Übergang. Von Source nach Drain. Das ist die sogenannte Bodydiode. Eine parasitäre Diode. Die parasitäre Bodydiode kann man mitnutzen, wenn man sich mal die ganzen Schaltpläne Leistungselektronik ansieht, ist da überall eine Freilaufdiode. Genauso daneben gezeichnet. Die ist aber beim MOSFET ziemlich schlecht. Die hat einen großen Reverse-Recovery-Effekt, deswegen benutzt man die eigentlich nicht wirklich als Diode. Da gibt es dann schaltplanmäßig einiges, was man machen kann, um die Reverse-Recovery-Effekte zu handeln, aber das ist ein anderes Kapitel. UDS. Von Drain nach Source. Hier habe ich eingetragen. Plus, Minus und der Drainstrom. Also normal hast du das Bauteil eher so verbaut. Hier unten ist dein Ground. Und die Spannung fällt von oben nach unten ab. Das hier. Der MOSFET ist jetzt wirklich ein echtes unipolares Bauelement. Ähnlich wie bei unserem quasi unipolaren Bauelement geht deswegen die Kurve hier genau durch Null. Ich habe keine Schwellenspannung, ist schon mal sehr gut. Aber ich zeichne das jetzt hier extra ziemlich flach ein. Das ist natürlich jetzt hier angreifbar. Also es geht hier durch Null. Analogisieren zur Diode fällt sich die Rückwärtsrichtung, wir haben ja gesagt, das ist eine parasitäre Bodydiode, genauso wie die Vorwärtsrichtung einer normalen Diode. PN-Übergang, hier gibt es jetzt also quasi eine Schwellenspannung.
Das hier sind jetzt nicht einige 100 Volt oder kV, sondern wie bei der Diode in Vorwärtsrichtung, kleiner 1 Volt. Also sowas oder sowas nicht beim MOSFET in Sperrrichtung eintragen. Wir zeichnen das jetzt analogisierend wie hier. Für die heißen Temperaturen, US wird kleiner, der differenzielle Widerstand je nachdem. Und in Vorwärtsrichtung ist das ähnlich wie beim Bipolartransistor für heiße Temperaturen. Das hier nennen wir mal ID-SAT. In der Leistungselektronik fahren wir halt immer diesen Bereich hier. Wir wollen ja einen geringen Spannungsabfall bei großen Strömen. Und das hier ist der Sättigungsbereich bei unserer Leistungselektronik. Und das nennen wir deswegen ID-SAT. Bei größeren Temperaturen wird ID-SAT kleiner. Was gut ist bei Parallelschaltung. Also mein heißestes Bauteil führt dann auch weniger Nennstrom und würde dann quasi im Umkehrschluss wieder kälter werden gegenüber den parallel geschalteten Bauteilen, die dann mehr Strom führen, weil sie kälter sind in dem Moment noch. Unipolares Bauteil hat zwar keine Schwellenspannung, aber doch einen differenziellen Widerstand. Der wirkt sich maßgeblich auf unseren Leitverlust aus. T steigt, daraus folgt auch RE steigt. Der MOSFET ist unipolar bei einem gleichen U. Also wenn wir davon ausgehen, unser U ist gleich, ist bei der höheren Temperatur ein kleiner Drainstrom beobachtbar. Kein PN-Übergang in Vorwärtsrichtung im Leitbetrieb. Also wenn ich hier meinen N-Kanal habe, das bedeutet, die Leitverluste sind rein ohmsch. Wie groß mein ID-SAT ist, hängt auch von der Gate-Spannung ab, die ich da anlege, um das Bauteil anzuschalten. Temperatur steigt. Daraus folgt meine Threshold-Gate-Source. Spannung sinkt. Dadurch habe ich ein stärkeres und schnelleres Anschalten. Diese Threshold-Spannung, die liegt irgendwo zum Beispiel bei 3 bis 5 Volt, aber ich lege im Idealfall lege ich ja 15 oder 20 Volt an und diese 15 bis 20 Volt lege ich sofort an. Das heißt, in einem ganz kleinen Zeitabschnitt überschreite ich dieses UGSTH. Dafür gibt es auch eine Kennlinie, also Gate Source. Und der Laststrom sieht ähnlich aus wie bei einer Diode. Das hier sind jetzt, wie gesagt, was weiß ich, zum Beispiel 3 oder 5 Volt und ab da fließt dann ein Laststrom. Und bei höheren Temperaturen ist es dann erstmal so, dass das UGSTH kleiner wird und ich ein schnelleres und stärkeres Anschalten habe. Aber sobald ich dann erstmal meine 15 oder 20 Volt anliegen habe, habe ich für eine gleiche Gate-Spannung einen kleineren ID-SAT sozusagen. Beim MOSFET wird der Widerstand hier des Gebietes auch RDS-ON genannt. Und das ist eine Funktion von der Gate-Source-Spannung, also meiner Steuerspannung und des Stroms, der da durchfließt. Der Nachteil der ganzen Sache, D steigt, P durchlassen, großen D. Leitverluste, die steigen. So, hier mein Übersichtsbild zum MOSFET. Hier noch eine Ergänzung zum Kanalwiderstand. Der trägt nämlich ebenfalls zu den Verlusten, zu den Leitverlusten bei. Der ist auch proportional zu 1 durch Kappa. Kappa ist der Leitfähigkeitsparameter. Soll heißen, den Kanalwiderstand kann man auch durch geometrische Parameter, durch den Aufbau ein wenig beeinflussen. Ich will Kappa, Leitfähigkeitsparameter, möglichst groß haben, damit ich einen kleinen Kanalwiderstand habe. Hier in der Formel kann man sehen, mit welchen Parametern ich da was reißen kann. Der IGBT, das leistungselektronische Bauelement schlechthin. Unten wieder unser großer Kontakt, oben ähnlich wie beim MOSFET, das isolierte Gate. Man könnte bei den beiden jetzt hier noch Gate-Oxid so gestrichelt eintragen, aber ich habe es jetzt mal weggelassen. Schaut einfach bei Vorlesungsunterlagen nach, wie das da eingezeichnet ist und dann malt es genauso in der Prüfung. N- genau gleich wie bei allen. So, was ist jetzt hier beim IGBT anders als beim MOSFET? Das zeichnen wir jetzt zuerst ein. Und zwar habe ich jetzt hier an meinem Kollektorkontakt, der heißt jetzt wieder wie beim Bipolartransistor auch, hier unten C, Kollektor. Und da liegt quasi im Schaltplan in der Regel meine positive Spannung an. Und wie beim Bipolartransistor ist der Gegenkontakt für den Laststrom der Emitter. So, und alles andere, bis auf dieses P, ist analogisierend zum MOSFET. Eine P-Wanne. Und hier drin nochmal N+. Das Schaltsymbol liegt analogisierend zu dieser Topologieansicht wieder auf dem Kopf. Kollektor, Emitter, isoliertes Gate. Und mein Laststrom fließt in die Richtung IC. Das ist wie beim Bipolartransistor, wird jetzt hier unten Emitter, beim Emitter noch hier so ein Pfeil eingezeichnet. Obwohl das Gate ja eigentlich isoliert ist. IC, UCE. Wir sehen hier, der parasitäre NPN-Transistor ist wieder deaktiviert. Ganz wichtig hier, Emitterkontakt geht über beide Wannen. Aber wir sehen in Rückwärtsrichtung, hier Emitter nach Kollektor, haben wir jetzt zwar einen PN-Übergang, aber hier wieder einen NP-Übergang. Das bedeutet, wir haben keine parasitäre Bodydiode.
Das ist ein echtes bipolares Bauteil. Hatten wir das nicht schon mal? Genau, hier hinten. Bipolares Bauteil in Vorwärtsrichtung, ähnlich wie die beiden, Thyristor oder die PIN-Diode. Wir haben eine Schwellenspannung, die uns in Vorwärtsrichtung erstmal ein bisschen mehr Verluste beschert. Und dann, ähnlich wie beim MOSFET oder beim Bipolartransistor, ist ein gesteuertes Bauteil. Irgendwann erreichen wir unser Limit an IC in Sperrrichtung. Ein IGBT in Sperrrichtung zu betrachten, macht im Grunde genommen keiner, habe ich mir sagen lassen. Weil das auch ein bisschen komplizierter ist jetzt als bei der Diode. So, es gibt NPT, Non-Punch-Through und PT, Punch-Through-IGBTs. Und je nachdem, was für eine Sorte man hat oder je nachdem, was für ein Typ IGBT das ist, verhält sich das mit der Temperatur anders. Bei kleinen Strömen ist es so wie bei einer Diode. Die Schwellenspannung wird erstmal kleiner, aber der Verlauf hier von dem differenziellen Widerstand wird flacher. Irgendwann kreuze ich hier meine Kennlinie, die für die Raumtemperatur gilt. Also, zwei verschiedene Effekte. Eins ist jetzt bei kleinen Strömen. Da ist der Spannungsabfall über dem Gebiet U wieder proportional zu ln x durch ni Quadrat. T steigt, ni steigt, uc, e wird kleiner für ein gleiches IC. Das ist typisch für sogenannte Punch-Through-IGBTs. Bei großen Strömen überwiegt dieser physikalische Materialeffekt. Temperatur steigt, μ geht runter, differenzieller Widerstand wird größer und bei einem gleichen I wird mein UCE größer. Das bedeutet auch, dass mein Sättigungsstrom kleiner wird. Positiver TK, Temperaturkoeffizient, bedeutet, bei konstantem U im Arbeitspunkt wird der Strom durchs Bauteil kleiner. Bei Non-Punch-Through-IGBTs haben wir nahezu im gesamten Nennstrombereich einen positiven Temperaturkoeffizienten, also eher hier so ein Verhalten. Bei Punch-Through-IGBTs fast nur negativer Temperaturkoeffizient. Mein VC-Sat ist eine Funktion von IC, Gate-Emitter-Spannung und der Junction-Temperatur. So, das hier ist mein fertiger Formelspickzettel. Das ist bei mir jetzt natürlich auch einige Zeit her. Ich bin da nicht mehr so drin. Also falls da irgendjemandem was komisch vorkommt, dann sagt mir unbedingt Bescheid. Ich will hier keine Fehlinformationen streuen. Aber ich denke, allein wegen der Topologieansichten und der Schaltsymbole ist es schon ziemlich gut. Und die Kennlinien, die kann man ja auch überall nachschauen. Und ich habe jetzt da aufgezeigt, wie man das analogisieren so ein bisschen herleiten kann zwischen den einzelnen Bauteilen. Die bauen teilweise aufeinander auf. Zusatzfragen könnten zum Beispiel sein, wie ich mich jetzt für welchen Halbleiter entscheide oder wo die eingesetzt werden. Dann sagst du, ja, das hier für die ganz hohen Spannungen. Der hier kann hohe Spannungen, hohe Ströme. Der MOSFET kann nicht so große Spannungen halten wie der IGBT. Der Bipolartransistor in der Leistungselektronik nicht mehr so relevant. Der Silizium-Carbid-Bipolartransistor allerdings hat ein gewisses Potenzial gezeigt bei Vergleichsmessungen zu einem SiC-MOSFET. Im IGBT hat er die höchste Leistungsdichte. Das bedeutet, bei gleich großen gepackaged, also verbauten Bauteilen, hatte der die größte Effizienz. Das misst du ja auch immer daran, wie groß dein Bauteil ist. Ne? Klar kann man sich das aufbauen, wie man will. Aber man will ja möglichst kleine Bauteile mit großer Power dahinter fabrizieren. Da war der ganz gut, aber der Nachteil, weswegen auch viele den heutzutage nicht mehr betrachten, ist die Treiberschaltung, die dahinter steckt. Weil ich muss hier ein IB einspeisen. Wir haben ja gesagt, hier Stromverstärkung kann so 50 sein oder hier sogar 100, aber wir nehmen immer den Worst Case an, 50. Das bedeutet, bei 50 Ampere Nennstrom muss ich da 1 Ampere Steuerstrom einspeisen. Das ist schon enorm. Während ich hier einfach nur eine Steuerspannung von 15 bis 20 Volt, also das mit den 20 Volt, das machen die neuerdings hier, um die Leitverluste zu verringern. Hier habe ich trotzdem Treiberverluste, weil ich muss ja immer das Gate umladen. Da habe ich dann trotzdem über meinen, zum Beispiel über den Gate-Widerstand fließt da schon immer einiges an Strom und Verlusten. Auch diese Ansteuerung ist nicht verlustfrei, aber es gibt Messungen, da wurde das mit berücksichtigt und trotzdem, trotz der hohen Ansteuerverluste, war der hier wesentlich effizienter. Aber es gibt noch viel mehr, was man betrachten könnte, zum Beispiel die Zuverlässigkeit, Robustheit, Ausfallmechanismen. So groß ist die Vielfalt hier nun auch wieder nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel keine JFETs drin, aber ich finde Diversität auch bei den Leistungshalbleitern sehr wichtig. Man sollte nicht alles auf ein Steckenpferd setzen. So, ein kleiner Nachtrag zum MOSFET und IGBTs. Man sollte das unbedingt in der Prüfung so zeichnen, wie man das in der Vorlesung gelernt hat. Und viele zeichnen das halt auch einfach so. Also das hier ist der Source-Kontakt und der Gate-Kontakt ist dann hier so drüber. Diese Zeichenweise gibt es auch. Also das ist jetzt MOSFET. Für IGBT sieht es genauso aus, hieß dann bloß Emitter. Wenn ihr das so gelernt habt, dann zeichnet das in der Prüfung auch so. 2 Stunden aufgenommen. Muss ich jetzt auf 15 Minuten kürzen, mindestens.